Hier noch ein kleiner Tipp, wie ich immer meine Kupplung wechsle. Und zwar mache ich das immer so. Ich tue hier eine 38 mm Nuss hin. Nur da kann man es erkennen, 38 mm. Ja. Also ich will die Kupplung tauschen. Und zwar kommt da wieder die Originale von Peugeot rein, weil der Vorbesitzer hat hier so eine Billigkupplung verbaut. Na, hier kann man zwar noch erkennen, wie glasig die Belege sind. Ne, da. Und ja, die wird jetzt von mir gewechselt. Na, wie original auf Peugeot natürlich. Ja, so mache ich das immer. So. So. Und schon ist die Mutter lose. Geil, oder? Ja. So wechselt man eine Kupplung, also so mache ich das zumindest, ne? Nicht so wie andere YouTuber. Naja. Jo, in diesem Sinne würde ich da einfach sagen, dann bis zum nächsten Video, wo es dann um den Antrieb geht, ne? Dass ich den einmal komplett neu machen will. Na, ich habe gesehen, da ist immer noch der erste Keilriemen drauf von Peugeot. Ui, hat schon über 10.000 Kilometer gelaufen. Zeit für einen Wechsel. Naja. Das und noch viel mehr seht ihr dann im nächsten Video. Ja, dann bis dann. Und haut mal rein. Ciao. So, ich löse jetzt mal die Schraubzwingen. Merkt ihr, da ist richtig Druck hinter. Also aufpassen. Thank you.
ruhig, ja. Ich muss ihn begraben.